Viel Spaß beim Marienhof im Ersten wünscht Dallmayr Prodomo. Es wird viel passieren. Oh, oh, finalmente, da ist er. Auszeit? Was meinst du damit? Dass wir erstmal auf Abstand gehen und dann wieder zusammenkommen? Ey, die anderen Männer sind ja eine Schlaftablette gegen dich. Wir liegen einfach auf der richtigen Wellenlänge. Findest du nicht auch? Billy, hallo, ich bin's. Zielko. Billy, sag mal, du hast nicht zufällig heute einen roten Schal verloren. Es wird viel passieren. Was willst du von mir? Ich muss mit dir sprechen. Wir haben uns lange nicht gesehen. Lass mich in Ruhe, hörst du? Ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Ich möchte dich nur fragen, warum hast du meine Briefe nicht beantwortet? Welche Briefe? Welche Briefe? Die Briefe, die ich dir aus dem Gefängnis geschrieben habe. Warum hast du nicht geantwortet? Warum nicht? Ich weiß nichts von irgendwelchen Scheißbriefen und sie interessieren mich auch überhaupt nicht. Hey, Billy. Okay. Schrei mich nicht an, okay? Lass mich in Ruhe, hörst du? Ruf ihn nie wieder an. Ich muss dich wiedersehen. Ich muss dich wiedersehen, Billy. Lass uns endlich in Ruhe, du mieser Verbrecher. Andrea, der ist in Köln. Der kann jeden Moment hier in der Tür stehen. Oh Gott. Sag mal, was ist eigentlich mit dir und Nick? Komm mir nicht mit denen, der nervt doch nur noch. Wieso? Das ist vielleicht eine Frage, dafür gibt's tausend Gründe. Also ich fand Nick eigentlich immer ganz nett, sobald ich ihn kenne. Eben, du kennst ihn nicht. Er ist ein oberflächlicher Vollidiot. Den interessiert nur sein tolles Aussehen und dass er sich amüsiert. Fun ohne Ende. Alles andere ist ihm wurscht. Wollen wir was trinken? Ich hab ein bisschen Durst. Wollen wir auf die Bar? Aber Tanja, wie soll ich denn das wissen, wie es Toni geht, wenn ich noch nicht mit dem Arzt gesprochen habe? Wo ist Toni? Dahinter, es wird gerade behandelt. Nein, Sven ist gerade gekommen. Was ist denn passiert? Erzähle ich dir gleich. Was? Ja, das sage ich hier. Va bene, ciao. Wie lange ist er jetzt schon da drin? Oh, Sven, una grande Katastrophe. Wie soll ich jemals wieder ruhig schlafen können? Ja, wie lange ist er denn schon da drin? Eine Stunde, drei Stunden, ich habe keine Ahnung. Und der Schiff immer dran ist, es ist alles meine Schuld. Wieso denn deine Schuld? Und ich höre ständig meine Mutter, wie sie sagt, 95% der Unfälle passieren im Haushalt. Ich hätte es wissen müssen. Toni ist also bei euch zu Hause verunglückt. Ja, du weißt doch, wie Toni es ist. Sie wollte unbedingt diese Jalousien aufhängen. Ja, und dann? Ja, und dann ist sie von der Leiter gefallen, direkt in unsere Bodenweise. Und es hat gesplittert und es war voller Blut. Und ich dachte, sie stirbt noch. Jetzt beruhig dich mal. Vielleicht hat es auch schlimmer ausgesehen, als es war. Sven, es ist alles meine Schuld. Herr Maldini? Ihre Tochter hat leider sehr viel Blut verloren. Es sieht nicht gut aus. Meine kleine Princess. Komm. Ein Kölsch? Nein, aber lieber ein Bananen-Milchshake. Okay, zwei Bananen-Milchshake. Ja. Ist es wegen Nick und Trixie? Weil die beiden miteinander tanzen. Nerv doch, oder? Der kann mich mal.
doch Stress. Du darfst wohl auch nicht laufen, hm? Das interessiert mich halt. Ich mag dich. Findest du das doof? Nein, zum Gegenteil. Danke. Bitte. Also, worauf trinken wir? Auf die Liebe? Okay. Wenn es sie überhaupt gibt. Sag mal, was wird eigentlich jetzt aus Nick und dir? Er kann machen, was er will. Und ich mach das, was ich will. That's it. Wir sind ja gar nicht mehr zusammen. Ich habe mit Nick Schluss gemacht. Ja und, was sagt die Polizei? Also, wenn er sich wirklich noch in Deutschland aufhalten sollte, dann ohne seinen Pass. Da muss ein anderer damit über die Grenze. Richtig. Ich fasse es nicht. Der läuft immer noch frei hier herum. Oh Gott, oh Gott. Bei dem Gedanken daran wird mir schon schlecht. Ja, aber die Polizei kriegt ihn bestimmt. Wenn nicht? Ach, natürlich. Die sind doch jetzt in erhöhter Alarmbereitschaft. Gott, das würde ich darum gehen, wenn dieser Typ endlich wieder im Knast säße. Billy, das sind seine Briefe. Ich finde es übrigens ziemlich scheiße von dir, dass du sie mir nicht gezeigt hast. Entschuldige. Ich wollte, dass du nie wieder an Jelko erinnert wirst. Trotzdem, es ist meine Brust. Ich gehe auch nicht an deine Sachen. Ja. Billy, du warst völlig durch den Wind. Die Schwangerschaft, Sannys Geburt. Du hättest dich höllisch aufgeregt. Oder auch nicht. Ich meine, was soll denn da schon drinstehen, ha? Keine Ahnung. Vielleicht irgendwelche Drohungen, weil du vor Gericht gegen ihn ausgesagt hast. Ich möchte wissen, warum der Typ sich die Mühe macht, mir zu schreiben. Komm, mach ihn auf. Herr Maldini. Hallo. Toni! Doktor, wie geht's meiner Tochter? Ihrer Tochter geht es besser. Aber wie schon befürchtet, braucht sie wahrscheinlich eine Blutkonserve. Wie? Sie meinen Blut von jemand anderem, der niemand kennt? Bei uns wird das Blut jedes Spenders genau untersucht. Aber ich kann doch meine Tochter Blut spenden. Von mir aus können wir sofort, Herr Doktor. Ich dachte, du hast Angst vor Spritzen. Nee, hast du das gehört? Herr Maldini, Sie können für Ihre Tochter kein Blut spenden. Wir müssen es erst im Labor untersuchen und das dauert zu lange. Ja, aber fremde Blutkonserve, sie kann sich doch infizieren. Sie machen sich keine Sorgen. Da kann wirklich nichts passieren. Also, Doktor, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Können wir Toni wenigstens sehen? Nein, im Moment nicht. Wissen Sie am besten, Sie gehen nach Hause und kommen morgen wieder, ja? Gute Nacht. Nacht. Diese Transfusion, das passt mir gar nicht. Hast du schon mal Blut gespendet? Wie kommst du darauf? Es gibt eine Menge Leute, die das freiwillig machen. Nein. An meinen Arm kommt überhaupt keine Spitze. Ach, ganz plötzlich. Vorhin hast du noch rumgetönt. Ja, aber für Toni würde ich doch alles tun, aber doch nicht für jemand anderen. Wenn die anderen kein Blut gespendet hätten, würde Toni ziemlich alt aussehen. Du denn heute Morgen drauf? Guck doch nochmal in die Zeitung. Außerdem regnet es schon wieder. Ja, der Regen bringt Segen und der Morgen vertreibt die Sorgen. Bist du krank? Nein, aber offenbar hast du ziemlich schlechte Laune. Dabei ist doch heute so ein schöner Tag. Hm. Wen willst du eigentlich mit meinem Aftershave beeindrucken? Unseren 50-jährigen Geschichtslehrer. Der eigentlich eine Frau ist, mit langen blonden Haaren und Beinen bis zum Hals? Es gibt auch äußerst attraktive, dunkelhaarige Frauenpaps. Ich dachte, du engagierst dich momentan eher im Umweltschutz. Tu ich auch. Wir haben heute noch eine Aktion in der Galerie. Nicht übel. Thema? Die Qualität von Grund- und Trinkwasser. War Lucys Idee. Ist das eine Klassenkameradin von dir? Dunkelhaarig und attraktiv, nehme ich an. Mhm. Aber da ist nichts. Noch nicht.
Nein, da wird auch nie irgendetwas sein. Es geht nicht immer nur um das eine, Papst. Ich habe dich geliebt und ich wollte eine Familie mit dir. Meine Güte, der Typ, der wollte mich umbringen und schreibt so einen Scheiß. Billy, leg diese Briefe weg. Du hast die halbe Nacht darüber gebrütet. Verstehst du das? Einerseits bedroht er mich, andererseits sagt er, dass er mich liebt. Das ist doch krank, das ist doch völlig absurd. Der will dich manipulieren. Warum sollte er? Das ist doch klar, damit du deine Zeugenaussage zurückziehst. Aber das würde ihm doch gar nichts mehr bringen. Ja. Stimmt auch wieder. Ich wollte das alles nicht, aber der Krieg hat mich vollkommen verändert. Das war nicht meine Schuld. Bitte verzeih mir. Bitte, hör bitte auf. Diese Mitleidstu ist nicht zu ertragen. Dieser Typ, der ist krank. Der ist kriminell. Billy, der spielt nun mit dir. Du darfst diese Briefe auf keinen Fall ernst nehmen. Kein Wort zu Lucy, ne? Morgen. 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 Magst du einen Tee? Nein, ich bin sowieso schon zu spät dran. Sag mal. Ist irgendwas? Nee, wieso? Was soll sein? Habt ihr euch gestritten? Unsinn. Du hast doch, deine Schwester ist ein Morgenmuffel. Ja, was ist denn eigentlich mit dir, Nick? Hm? Ich weiß nicht. Ich hoffe, er vermisst mich. Lucy? Hm? Pass auf dich auf, ja? Okay, du klingst schon wie Mama. Tschüss. Tschüss. Du hast Angst um sie, ne? Zirkus zu allem fähig. Also, ich hätte gerne den gemischten Vorspeisenteller, aber ohne Salami, bitte. Mhm. Und ich nehme den Rinderbraten. Ja, gern. Danke. Ach so, ihr Sohn hat übrigens heute Morgen angerufen. Na ja, was wollte er denn? Irgendeine Info über die gesundheitlichen Folgen von Schwermetallen im Trinkwasser. Ja, eine Mitbewohnerin von mir ist auch in dieser Umweltgruppe. Und zwar sehr aktiv. Ja, eigentlich finde ich diese Aktion ja ganz sinnvoll. Ja, das sind sie auch, aber die übertreiben es halt so ein bisschen. Also Lucy ist zumindest mit ihrem Umweltgetue echt ein Zacken drüber. Oh, Sie wohnen mit Lucy zusammen? Das ist ja interessant. Also Marlon scheint recht begeistert von ihr zu sein. Von Lucy? Ja, ich hatte den Eindruck, er findet sie recht nett. Oh Gott, der Arme. Wieso das denn? Naja, also sie hat zwar im Moment ein bisschen Stress mit ihrem Freund, aber eigentlich bringt die beiden nichts auseinander, glaube ich. Also wenn ich Marlon wäre, ich würde meine Finger von ihr lassen. Hab keine Angst. Wir sind bald weg hier. Hey, wo willst du denn hin? Nach Bottrop. Heute noch. Und für wie lange? Ein paar Tage. Vielleicht länger. Was willst du denn da? Mein Papa ist doch im Urlaub. Ja, meine Ruhe. Ich muss einfach ein bisschen abschalten. Ja, da ist Bottrop natürlich genau das Richtige für. Ja. Diese ganze Hektik, die wird mir einfach zu viel. Also hast du doch Stress mit Andrea? Nein. Aber heute Morgen lag doch sowas in der Luft. Nein. Andrea und ich verstehen uns prima. Hallo. Hallo. Was, du packst schon? Ja, je früher ich fahre, desto besser. Ich hab's doch gewusst. Ich hoffe nur, ihr zwei vertragt euch ganz bald wieder. Ich habe nämlich echt keinen Bock auf Doppelstress. Zuerst die ganze Scheiße mit Nick und jetzt noch ihr zwei. Nein, es ist wirklich alles ganz anders. Ach ja? Wie ist es denn? Was frage ich überhaupt? Von euch erfährt man ja eh nie was. Ach komm, Lucy, also wenn hier jemand streitet, dann seid es ja wohl ihr beide. Ne? Macht doch, was ihr wollt. Lucy! Ja? Gehst du noch in deine Umweltgruppe? Ja, aber als ob das irgendwen interessieren würde. Bei erhöhten Bleiwerten können Symptome wie Müdigkeit, Schwächegefühl, Schwindel und Kopfschmerzen auftreten. Ab welchem Wert? Der Grenzwert der Trinkwasserverordnung liegt bei 40 Mikrogramm pro Liter. Also alles, was darüber hinaus liegt, das solltest du eigentlich besser wissen als ich. Du bist ja schließlich in der Umweltschutzgruppe. Nee, also diese ganzen Zahlen, die kann ich mir wirklich nicht alle merken. Dafür haben wir Lucy, unsere Expertin. Tja, also danke, Paps. Kleine Revanche für deinen Aufmunterungsversuch heute Morgen. Oh, oh Mann, worauf habe ich mich da bloß eingelassen? Nur wenn's hart auf hart kommt, habt ihr immer noch Lucy. Ha, ha, ha. Ist ihr Freund eigentlich auch mit dabei? Welcher Freund? Na, Lucys. Wie kommst du darauf, dass Lucy einen Freund hat? Du kennst sie doch gar nicht. Hattest du das nicht heute Morgen irgendwie erwähnt?
Nee, ganz bestimmt nicht. Lucy hat keinen Freund. Jedenfalls nicht mehr. Da habe ich wohl was missverstanden. Ja, hast du. Du bist bei der Polizei gewesen. Ja, ich habe denen die Briefe gezeigt. Oh Gott, Zielko hätte dir auflauern können. Zielko hätte auch hier vor der Tür stehen können. Haben die denn wenigstens eine heiße Spur? Ja, jetzt schon. Jetzt wissen sie von mir, dass er in Köln ist. Sie wollten eigentlich eine Fangschaltung installieren und das Haus bewachen. Na, das ist doch gut. Warum denn? Ich meine, ich fahre doch jetzt nach Bottrop. Brauche ich nicht. Du meinst, bei deinen Eltern bist du sicherer? Naja, jedenfalls sicherer als hier. Ach komm, ja, ich verstehe es ja. Ich finde es schade, dass ihr jetzt wegfahrt. Ist nur für ein paar Tage. Und die letzten Hochzeitsvorbereitungen? Ich schaff's doch alleine. Ist nicht mehr viel. Okay. Nein. Ich könnte hier sowieso nicht mitfahren. Ich muss den Laden aufmachen. Jetzt bloß keine Kummerfalten, die stehen dir überhaupt nicht. Dann bringe ich euch wenigstens zum Bahnhof. Nein, Schatz, das brauchst du nicht. Ich habe schon ein Taxi vorbestellt. Sie schläft so friedlich. Ach Gott, ich werde euch schrecklich vermissen. Und, hat sie dich nun gesehen oder nicht? Sie hat mich nicht erkannt. Sie ist pausenlos an mir vorbeigelaufen und in irgendwelche Schaufenster geguckt. Ey, Tiako, du bist wirklich sowas von verrückt, du. Ich weiß. Sie hat nicht mal gemerkt, dass sie den roten Schal verloren hat. Ey, Tiako, du bist verdammt kein Tourist, verstehst du? Die Bullen suchen dich überall. Und was ist, wenn deine Frau dich doch erkannt hätte? Sie ist nicht mehr meine Frau. Ja, deine Ex-Frau, ja? Scheißegal. Ich liebe diese Was-wäre-wenn-Spielchen. Das Risiko war kalkulierbar. Oh ja? Und wenn sie dich doch erkannt hat, dann haben sie die Bullen schon angerufen, ne? Hat sie nicht. Ich habe mit ihr telefoniert. Was heißt du? Entschuldigung, haben Sie einen Moment Zeit für mich? Wissen Sie eigentlich, dass im Schienenverkehr immer noch Pestizide auf die Schotterstraßen geschüttet werden? Also in unserer Region ist das Leitungswasser auch eigentlich ziemlich okay, denn Kalk bindet die Schadstoffe. Wollen Sie? Hier, würden Sie da unterschreiben? Ja, danke schön. Viel Erfolg noch. Danke. Eine Unterschrift mehr. Ihre Freundin gibt wohl nie auf, was? Stiere sind ganz schön stur. Und Löwen aufbrausend. Meine Geduld ist wirklich bald zu Ende. Ich rede mal mit ihr. Tun Sie das. Man darf sich von den Frauen nicht auf der Nase rumtanzen lassen. Merkt sie sich das? Ich fass es nicht, du. Du willst unbedingt wieder in den Knast, was? Sehe ich so aus? Es ist nur reine Frage der Zeit, verstehst du? Wenn die Bullen hier aufkreuzen, verstehst du das? Mach dich nicht ins Hemd. Mich kriegen sie nicht. Ja, dich nicht! Verstehst du, du bist nicht alleine auf dieser verdammten Welt. Verstehst du, ich bin auch da. Halt's Maul und red nicht rum, okay? Okay, Zielko. Okay, ich will das nur wissen. Was willst du eigentlich noch von dieser Frau? Es ist meine Sache. Ich habe gute Gründe. Gestern hat's nicht geklappt, aber ich schnapp sie mir. Okay. Und wie läuft's? Super läuft. Hallo, wusstest du eigentlich, dass es auch ökologisch verträgliche Mittel gegen Unkraut gibt? Zum Beispiel im Ökoladen, wo du gerade essen kannst. Tschüss. Na, hat dich vielleicht nach 5 Minuten aus der Haft entlassen? Ja, er regt sich irgendwie ziemlich darüber auf, dass ihr mit eurem Stand schon wieder direkt hier steht. Nicht mein Problem. Ich habe bestimmt kein Interesse daran, dass er noch mehr Umsatz mit seinen chemischen Produkten macht. Lucy, es gab doch schon mal Stress deswegen. Ich habe deswegen fast meinen Job verloren. Schick dich Rechner. Hey, jetzt sei doch nicht so stur. Was machst du mich dann so blöde an? Und was willst so aggressiv. Du von mir? Hallo? Hey, ganz locker. Wenn du schlechte Laune hast, dann geh zurück zu deinem Chef. Du bist hier fast genauso mies drauf. Soll ich dir sagen, warum du eigentlich hier stehst? Mhm. Weil du mich beeindrucken willst. So ist es doch. Das habe ich aber gar nicht nötig. Der Letzte, den ich hier gebrauchen kann, der bist du. Sag mal, haben wir noch ein paar Unterschriftenzettel? Ja, bei mir im Rucksack. Ich gebe sie dir gleich. Du, Marlon?
Kann ich danach noch mit zu dir? Dann sprechen wir das Projekt weiter. Ja, klar. Rein. Tapfer, tapfer, du hast ja kaum geschrien. Das muss wohl an der geilen Krankenschwester gelegen haben. Sag mal, hast du die Nadel gesehen, mit der sie mir in den Arm gestochen hat? Das war dasselbe wie bei mir. Ja, damit hättest du ein Pferd umbringen können. Ja, ja, ist ja gut, aber das Gute ist ja, du hast es überlebt. Guck mal, das gibt bestimmt ein fürchterlicher Bluterguss. Ha? Guck mal. Oh, meine Schwester, da bist du ja. Schön, dass ihr da seid. Nein, das war das jetzt mal nehmen, das war gerade. Mensch, was machst du denn für Sachen? Ich wollte doch Papa nur bei der Arbeit helfen. Damit ich nur den Kuchen suche. Ich entschuldige mich bei dir, Prinzessin. Besser. Hm? Ach, ist das schon verziehen, hm? Schau mal, was wir dir hier mitgebracht haben. Ja, also Zeitungen, Kekse und CDs, ja. Ich wollte doch wohl nicht, dass ich hier noch länger bleibe, oder? Naja, wir konnten nicht ahnen, dass du hier herumspringst wie ein Heischörnchen. Ich brauchte noch nicht mal eine Blutkonserve. Wirklich? Ehrlich? Und dabei hat sich dein Papa für dich extra an die Nadel gehangen. Naja, das war so lang und so dick, du. Der gezittert hat er vor Angst. Ah. Ach, Papa, voll süß, dass du das für mich getan hast. Ach, für dich würde ich doch alles tun, Principessa. Ich bin so froh, dass es dir besser geht. Hm? Du wirst sehen, es wird alles wieder gut. Ja. Schon über 300 Unterschriften. Ja, das ist echt eine Menge. Mhm. Ich würde gerne mal eine Pause machen. Hast du Hunger? Geht so. Soll ich eine Pizza bestellen? Wegen mir brauchst du nicht. Ja, oder wollen wir vielleicht ein Video gucken? Ich bin irgendwie hundemüde. Oh, so spät schon. Willst du schon gehen? Muss. Ich brauch meinen Schönheitsschlaf. Okay, wenn du willst, du kannst auch hier schlafen. Also. Ich lieb von dir, aber das mag Billy momentan nichts Besonderes. Okay. Dann sehen wir uns morgen. Mhm. Komm gut nach Hause. Schlaf gut. Sie können Ihre Tochter morgen wieder mitnehmen. Ach, ich bin so froh, dass alles so gut ausgegangen ist. Ah, da ich sie gerade hier habe. Ich habe Ihre Blutwerte. Übrigens, schön, dass Sie sich doch noch zu einer Spende durchgerungen haben. Ach, das ist doch selbstverständlich. Na, so selbstverständlich war das wohl nicht. Auf jeden Fall ist alles in Ordnung, soweit, naja, der Cholesterinspiegel. Sie sollten weniger Fett essen. Hm? Herr Doktor, das heißt aber, wenn sowas noch mal passiert, ich meine, dann kann ich meine Tochter oder jemand anderes von der Familie mein Blut spenden. Ihr Blut kommt für Ihre Tochter leider nicht in Frage. Wieso? Naja, Sie haben die falsche Blutgruppe. Sie sind nicht der leibliche Vater. Es wird viel passieren. Marienhof im Ersten, präsentiert von Dallmayr Prodomo.